Hallo und herzlich willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge God of War Ragnarök auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, wir sind immer noch hinter Atreus her, der uns, ja, ich weiß nicht, den Weg zu Tyrs Tempel oder wohin auch immer zeigen will. Und wisst nicht. Nee, da kamen wir her. Moment, halt, Auszeit. Was ist hier? Blutvergießen ist nichts Neues für mich. Achso, da können wir klettern. Okay. An einem Morgen? Nee, da geht's nicht lang. Hier ist Nüs. Die sind wirklich tot, okay? Na, dann klettern wir halt doch. Wow! Okay! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden. Nicht das! Wow! Mann! Dein Schild ist kaputt, Bruder. What? Einfach in Bewegung, ja? So ist es. Vielleicht deine Schwachstelle. Unverhältler! Alter. So. Aua. So. Brenne. Mann. Oh, komm mal her, ja. Gibt's aufs Maul, auf gute Spartanerart. Aua, ah, shit, Moment. Oh! Alter Mädel, du gehst mir echt frischen auf die Schuppen. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Echt jetzt? So, komm jetzt her hier. Oh, das war endgültig. Verdammt, Fimbul, Winterfreya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Das ist vollkommen richtig. So, Moment, was? Runenangriffe. Runenangriff, Juwelen gewähren Kratos Zugang zu leichten oder schweren Runenangriffen. Die werden an seine Waffe gebunden. Leichter Runenangriff. Jede Waffe kann Juwelen für leichte und schwere Runenangriffe aufnehmen. Wenn ein Runenangriff ausgerüstet ist, sammelt er langsam Runenenergie, die in einem mächtigen Angriff freigesetzt werden kann. Drücken Sie das Steuer kurz rechts, um sich den neuen leichter Runenangriffplatz anzusehen. Okay, verwenden Sie nach unten, drücken Sie X bis des Winters. Bilden Sie eine Eismasse um die Leviathan-Achse und rennen Sie zum Ziel, um es mit unvorstellbarer Kraft zu treffen. Okay. Und drücken Sie beim L1 blocken R1 für einen leichten Runenangriff. Aha. Ja, jederzeit mit Kratos ein Juwel. Okay. Ja, gut, ne? Das, ja. Ausgerüstet halten Sie. Okay. Baby. Nun gut. Vater, der Schild, den Mutter gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht später. Komm, hier können wir rein.
Das wäre schon ganz geil, also so ganz ohne Schild. Neue Wissensschriftrolle, der aschfahle Gott. Das ist die Schuld des aschfahlen Gottes. Sie hat es uns gesagt, die Hexe. Sie sagte, der aschfahle Gott habe Baldere ermordet und dadurch Fimbulwinter ausgelöst. Sie sagte, wenn der Gott stürbe, würde Fimbulwinter enden. Na toll. Keine Dunkelheit mehr, keine Kälte mehr, kein Ragnarök. Uns ist vor einer Woche das Essen ausgegangen. Egal, wir werden uns bald an Götterfleisch laben. Bin ich nicht gut. Hä, weil, wer ist denn wohl der aschfahle Gott? Da ist er. Oh, halt, warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und ihre Tafel ihr Schicksal. Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Okay. Moment, aber erstmal will ich kurz hier runter. Nee, ist hier nicht. Enttäuschend. So. Das Ding ist, wir haben jetzt unseren Schild verloren. Verlieren wir irgendwann nur noch die Axt und die Chaos-Klingen, um wieder von vorne anzufangen, oder wie ist das? Das fände ich sehr enttäuschend. So, was ist hier? Da ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Moment, komme ich hier hin? Hier lang. Oh yeah, Hallöchen. Ding, ding, ding. Woher weißt du immer, wie man die findet? Intuition. Und jahrelange Erfahrung. Hallo? Wieso? Ah, jetzt. Eben wollte sich Kratos nicht drehen. So, okay. Lup. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Mhm. Echt jetzt? Okay, wie kriege ich den Baum weg? Ah, Moment, ja. I see. Das sollte helfen. So, na komm. Und weg damit. So, ja, also. Dankeschön. Ja, Moment, hier oben ist eine Kiste. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwinter zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Hacksilber. Ah, okay, sprinten kann ich gerade nicht. Sehr gut. Ah, jetzt. Oh. Schau zu. Oh, das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aha. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Sköll und Hatti, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hatti befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond.
Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hathi hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Hä? Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte. Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Mhm. Okay. Neben Litsch. Ja, warte nur. Hallo. Soll ich wieder durchs Tor gehen oder was? Okay. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Okay. Die Story nimmt Fahrt auf. I like. So. Der Boden sieht hier rissig aus. Nicht? Und nu? Moment. Nicht? Okay. Okay, wie komme ich hier hoch? Ja. Wie kann ich da was drauf fallen lassen? So sage man es mir. Quecksilber? Achso, oder? Ah, nee, Moment. Du hast dabei die Kontrolle verloren.
Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Höre ich da Kritik, Mimir? Mimir, Sohn? Mensch, jetzt mach schon die Dinger kaputt. Eine Truhe. Nice. Was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? So, okay, dann wieder hier. Halt, Moment, war hier gerade was? Nee. Alles gut. So. Moment, hier lang. Zack, Kette runter. Ist hier oben noch was? Nö. Und hier? Auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, hier abwärts. Jupp. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild treffen? Das ist nicht mein erstes Mal. Hinten! Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. Ach was, echt jetzt? Feuer, hinter dir! Wo ist sie denn? Mensch, du olle Schabracke! Wow, okay! Oh, komm mal ran hier! Ja, wenn das einfrieren sollst du. Jawohl! Ew. Das war endgültig mal wieder, ne? So, alles eingesammelt. Schaut so aus. Nee, natürlich nicht. Da ist noch gute Gesundheit. So. Machen wir mal wieder den Weg frei. Lässig. Zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Hm. Weise Worte. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tiere nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Okay. Hoffen wir mal. Wo geht's hier hin? Achso. Nee, Moment. Von hier sind wir gekommen, ne? Bläh. Ja, von hier sind wir gekommen. Oh Mann, ey. Orientierungssinn. Mein Orientierungssinn ist heute auch wieder. Ne, also in Topform, möchte ich sagen. Was macht der Rabe da? Das gefällt mir nicht. Ich will hier keine Raben haben. Die erinnern mich an Odin. Kratos! Hier drüben! So, Zwerglein, wir sollten uns mal unterhalten. So wahr ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Gucken wir mal, ne? Nach euch, meine Freunde. Mhm. Oh, mach die Tür auf hier. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Mhm. Ah, da vorne. Gut.
Ah, okay. Auf ihn kann ich nicht werfen. Na gut, hat er Glück gehabt. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Mhm. Gut, das machen wir auch. Aber auf YouTube seht ihr das erst in der nächsten Folge. Im Stream geht es logischerweise gleich weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.